Hallo meine lieben Freunde und will zurück bei einer weiteren Folge von The Culling und ich bin da Nero. Und ich habe mir jetzt tatsächlich gesagt, ja, das kann ich mir nicht lieben lassen, so wie es zuletzt gelaufen ist. Axt haben wir nicht. Rucksack hatten wir. Wir konnten damit mitbringen, das fand ich gar nicht schlecht. Und den Airdrop fand ich richtig gut. Wir hatten, ja, das ist ja toll. Nur damit es einfach wieder geladen wird. Hier hätte es auch einen Körperpanzer gegeben. Ist die Frage, ob der Rucksack so gut ist. Es gibt ja auch... Ja. Hier. Hm. Guck mal, was der Typ hatte. ...50% mehr Schaden bei der Faust. Okay. Fallen. Wir probieren es trotzdem nochmal. Ich kann es mir einfach nicht gefallen lassen. Ach, 16 Uhr. Es gibt dann also alle 2 Stunden so ein Turnier, wofür sich... Krass, ich wette, die Leute sind sofort angemeldet, sobald die Einladung möglich ist. Hm. Könntest du nochmal auf den Kopf gehen? Da wurden wir letztens rausgerissen. Ich wollte eigentlich die Cappy haben hier. Keine Ahnung, ob es besser ist. Nein! Dass ich das nicht kombinieren kann, ist total blöd. Naja. Oh, es geht auch schon los. Haben wir gerade noch mal die Cappy zurückgenommen. Boah. Ein paar Sachen mitnehmen, craften kann ich woanders. Nice. Elektroschocker ist schon mal gut. Hier wird bestimmt noch einer reinkommen. Okay, die Spritzen, die wir haben, sind richtig gut. Was gibt's denn hier? Dynamite. Schönes Dynamite, sieht man nicht mehr. Okay, das war jetzt auch nicht der Eingang, das war ein bisschen blöd. Aber vielleicht geht da ja noch einer rein. Weil die Tür zu ist.
zwar mehr gekostet, den zu machen, aber... Wir müssen unbedingt einen Slot kriegen. Nur ihn hier. And a contestant just died. Nice kill. Damit können wir auf jeden Fall durchrennen. Nice, das ist... Also wir kriegen gerade richtig fette Sachen. Ob die uns was bringen am Ende, das weiß ich nicht. Wieder falsch geguckt. Ich dachte, das ist jetzt wieder der Schnelle gewesen. Aber vielleicht auch nicht so schlecht, falls es hier einer ist. Und können hier oben alles verkaufen. Geil. Komm, da komm. Wir haben fast die Summe zusammen, ne? Kann ich das Ding eigentlich wieder mitnehmen, wenn ich es platziert habe? Nee, ne? Doch. Geil. Mega geil. Aus einem wahrscheinlich sehr falschen Grund rechne ich gerade damit, dass ich gute Chancen hätte. Alter, den habe ich aber platt gemacht. Hey,
terminal airdrop. It just lifted off and is heading directly to the airdrop pad you selected. Sometimes helicopters so. GPS get out of whack while in transit. So do you have a problem? Another contestant's flesh was just opened up with a spear! Fucking Kacke, Alter. Das war schlecht von mir gespielt. Das war so schlecht. Und jetzt kriegt er auch noch das Ding von mir da. Das kann nicht wahr sein. Ich bin so ein Vollhorst. Richtig Kacke gespielt von mir. Na guck mal, wie lange der rote Stift auch braucht. Das ist richtig scheiße. Na gut. Probieren wir es nochmal. Das war schlecht. Das war richtig, richtig mega schlecht. Aber ich möchte auch was ändern. Axt wäre geil gewesen. Rucksack war auch geil. Airdrop ist auch geil. Ich brauche aber, dass die Sachen instant da sind. Hatte einfach zu lange gedauert. Oder ich mache wieder Fallen draus. Probier es mal so. Two times longer ist natürlich auch mega geil. Hatte ich auch schon mal tatsächlich öfter drüber nachgedacht, weil wir doch relativ viele Spritzen finden. Ne, ich probiere es mal so. Da hatte ich sowieso gar nicht entschieden, jetzt war schon unten. Nice. Ein netter Start. Einen Stock brauche ich auf jeden Fall. Ich weiß, was ich da drinne finde. Do you have a problem in your toilet
den Slots gerade. Hier gibt es eine Pistole? Oder soll das einen Akkuschrauber darstellen? So, jetzt haben wir auf jeden Fall unseren Speer. Dafür gibt's ja, haben wir extra unsere Skills. Ja, wir sind nett. Dann soll er doch da unten drin sein und sich versuchen, die Sachen zu holen. Dass sie auch durch Wände geht, ist ja Gas in dem Fall. Sogar ein bisschen glaubhaft. Hätte ich auch gleich mal vertickern sollen. Okay. Das? Ein Stift, okay. And a contestant just died. Explosive kill. Oh, da war jemand zu gierig anscheinend. Ja, da Spaß dran, ne? So, das hat er davon. Ha. Gott, haben wir viele. Gut, wir haben ein paar HP verloren, aber das macht ja nichts. Gibt's hier vielleicht einen Stock?
Können wir uns mal ein paar neue Pfeile machen? Wir wissen ja, die Leute sind gierig, oder? Ich dachte, ich könnte hier was bestellen. Aber geht nicht. Dann blockieren wir einfach mal die Spawnplätze hier. So, haben wir hier was drinne zufällig? Ah, nee, in der Vergangenheit hatten wir ein bisschen mehr Glück. Ja, guck, ob irgendjemand so gierig ist. Würde mich ja mal interessieren. Oh, dann haben sie, glaube ich, die Pfeile sogar erhöht. War das nicht mal 12 Maximum? Ich hätte auf jeden Fall inzwischen genug Punkte, dass ich mir auch mal was Geiles bestellen könnte. Aber ich kenne ja mein Glück in dem Moment, wo ich das mache. Wir könnten uns mal wieder so ein Blasrohr basteln. So. Einen Stock brauchen wir nur noch. Mache ich mir gleich ein. Inventory full, okay. 6 gehen nur. Ich glaube, das war auch mal 9 oder so. Dachte ich zumindest immer. Ist das von mir? Das ist die Falle. Mist, also mit den Punkten, die wir bis jetzt hatten, hätten wir auch schon echt die tollen Sachen holen können.
Das weiß man ja leider nie vorher. Davon könnten wir noch ein paar tolle Sachen einsammeln. Geben immer mal ein paar Punkte aus, weil so viel werden wir eh nicht gebrauchen. Und vielleicht ist ja hier irgendwo einer, der wirklich gierig ist. Wer weiß. Oh ja, by the way, wo er das gerade sagt. Gut, dass er mir das nochmal gesagt hat. Und der sah so kacke aus, der, und der musste einfach überliegen Leichen rum, okay. Alter, drei Tote? Das ist doch nicht normal. Da machen wir anscheinend noch mal ein bisschen mehr aufmerksamer drauf. Dass auch wirklich was Tolles ist. Als ob wir uns drum geprügelt hätten. Tür lockt, wie kriege ich die denn auf? Keine Ahnung, wie ich die aufkriegen soll. Die gefällt mir irgendwie nicht so. Leben aber noch ein paar, ne? So. Ist aber nett, dass man hier welche melden kann fürs Teaming. Habe ich gerade drüber nachgedacht. Ich habe ja auch schon mit denen so ein bisschen zusammengekämpft. Haben uns einfach zufällig zusammengetan. Am Anfang halt. Und dass man das melden darf, finde ich interessant. Wieder über 100. Gehen wir mal die Hälfte aus, bevor ich tot bin. Ich spamme gerade hier den gesamten Innenbereich zu, ne?
hört das Ding voll, das Gas. Größer als ich dachte, die Wolke. Your opponent just got Moby Dicked, killed harpoon style. Your enemy just died. Their death was due to a fatal injury delivered with a spear. Ach, verdammt, nichts getroffen. Einfach nur schlecht geschossen. Auch traurig. Die Spritze völlig umsonst genommen, weil der Idiot auch noch abgehauen ist. Ah, das mit der Spritze ist hier gerade ein bisschen ärgerlich. Das Gas ist da nicht mehr drin. Ja, der macht mich fertig, keine Chance, wie ihr gesehen habt. Mit den blöden Schubsen, das dauert so lange. Das war total schlecht. Ach, verdammt. Also irgendwie alles nicht so geil. Ich weiß es nicht. Ja, trotzdem, ich hoffe, es hat euch auf jeden Fall gefallen. Ich hoffe, dass wir uns dann auch in der nächsten Folge, wenn wir das hier wieder spielen sollten oder auch nicht, mal gucken. Danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Tschüss.